ausgewirkt. Das, was heute ein bisschen behandelt, sind so die Jahre 1916 bis 1918, noch mit dem Nachklapp bis 1919, weil da sind ja einige unmittelbare Auswirkungen des Ersten Weltkriegs noch nach Pfaffenhofen gekommen, in dem Fall sogar mit wirklichen Auseinandersetzungen. Das wird also noch ein bisschen mit reingenommen und auch so ein bisschen ein Ausblick noch auf wie weit oder wie nachhaltig wirkt eigentlich der Erste Weltkrieg noch weiter in den 20er Jahren. Das ist jetzt bloß so ein, zwei Schlaglichter sind das aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Jahr 1917 links, die Glockenablieferung, die die Pfarrkirche betroffen hat, auch die Rathausglocken und so weiter. Also eine Szene, da kommt dann später noch ein bisschen näher drauf. Und das andere ist eigentlich aus der Zeit 1919, dieser Kampfzeit zwischen sogenannten Weißen und Roten, also den Regierungstreuen und den Arbeiter- und Soldatenräten, die im linken Lager mehr entstanden haben, wo man da eigentlich geschaut hat, wie kann man die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten bzw. wiederherstellen, nachdem nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ja kein wirklicher Friede auch im Lande nicht geherrscht hat, sondern da war einfach ein Machtvakuum und da und das sind so ein bisschen die Folgekämpfe um die Regentschaft einfach gekommen und da ist das eben so ein Schlaglicht, wo es eben um Ordnung, Ruhe und Frieden geht, wo man eben Aufrufe gemacht hat und da versucht hat, auch im Raum Pfaffenhofen ein bisschen die Ordnung wiederherzustellen zum Teil. Aufkäufer aus den Großstädten, aus München, Nürnberg, Ingolstadt, weil die natürlich durch ihr Zusammenkaufen die Preise hochtreiben, bei uns für Knappheit sorgen und zusätzliches Elend in der hiesigen Bevölkerung verursacht haben. Das Bezirksamtsblatt schreibt es auch recht deutlich und zwar wie folgt. Da heißt es, eine Prozession von Großstädtern wandert da heraus, das Bezirksamt Dachau, in dem die Ausfuhr streng verboten ist, links liegen lassen, bewaffnet mit Rucksäcken, Taschen und Körben und patrouilliert Haus für Haus ab, um Eier und Butter zu erhalten. Weiter heißt es dann noch, solange es nicht gelingt, die nun in den Mittelpunkt des Interesses geratenen Hennen zu veranlassen, jeden Tag drei Eier zu legen, ist der Aufkauf auf jeden Fall zu verurteilen. Zum Beispiel die Mehlbanane dient als Mehlersatz für Mehlspeisen und Backwerk. Das heißt, man hat die Mehlanteile, die in Bananen drin sind, ausgefiltert und einfach als Mehlersatz genommen, um gewisse Nahrungsmittel doch auf die Weise herzustellen oder ergänzen zu können. Die Teuerung, die natürlich auch bei uns herrscht, bei Knappwaren, die Nahrungsmittel ohnehin, mit den Nahrungsmittelkarten knapp vergeben auch, führt natürlich zunehmend zur Teuerung und Verknappung des Ganzen. Es kommen dann sogar fleischlose Wochen auf, weil einfach das Fleisch auch immer wertvoller, immer teurer wird und für immer weniger eigentlich erworben, zu erwerben war. Oberlehrer Stumm schreibt dann auch ein bisschen in seiner manchmal humorvoll anmutenden Sprache, dass seit 1916 auch die Kühe ihre vaterländische Pflicht vernachlässigen, nicht ausreichend Milch geben, die natürlich einer der Grundstoffe immer noch war oder gewesen wäre für den Raum Pfaffenhofen und dass zugleich die Großstädter sogar mit Milchkübeln, mit Eisenbahn oder sonst wie rauskommen und da auch wieder bei den Bauern schauen, wie sie ihre Kübel vollbringen. Ja, problematisch entwickelt dadurch, dass Vorgaben da waren, dass die Brauereien, von denen es im Pfaffenhofen ja damals nur einige gab, nicht mehr nach eigenem Bedarf produzieren durften, was die Bevölkerung brauchte, sondern es waren Vorgaben da, weil man das Malz kontingentieren wollte, das man ja auch braucht, zum Beispiel für Kaffee und andere Mittel. Deswegen haben die nicht genug produzieren dürfen, was natürlich wieder diverse Schwierigkeiten mit sich gebracht hat. Es hätte die Möglichkeit gegeben, es teuer zu machen. Man hat es aber erst einmal gestreckt, das Bier, und hat dann die Stammwürze auf 5-7% reduziert. Sonst hat es ja 11 oder mehr, später sogar auf 3%. Also ein ganz fader Stoff natürlich eigentlich, aber gut, aus gewissen Gründen ging es nicht mehr anders, als Dünnbier zu produzieren. Und zugleich, also erstens schlechtes Bier, und dann hat man es auch nochmal ein paar Pfennige erhöht. Das war natürlich schon problematisch, weil Leute halt nach der Arbeit oder nach dem Tag in der Landwirtschaft natürlich schon mal nicht gewohnt, auch wir haben wollten und nichts mehr gekriegt und weitergeschickt worden sind. Also da ist das natürlich von oben her geregelt, wenn das also da die Bierproduktion extrem reduziert wurde. Das hat zugleich auch in Pfaffenhofen, wie auch in anderen Orten unseres Landkreises, zum Brauereisterben geführt. In Pfaffenhofen gingen allein drei Brauereien zugrunde in ihrer Selbstständigkeit, Salberbräu, Stegerbräu und Siegelbräu. Die werden von Großbrauereien aufgekauft, von Thomasbräu, Palana zum Beispiel.
die also durchaus da sechsstellige Beträge auf den Tisch legen, weil die Großbrauereien, die haben immer noch in den Großstädten weitgehend uneingeschränkt brauen können, haben riesen Umsätze und Gewinne gemacht. Und damit sie die Gewinne aber nicht für Kriegszwecke versteuern müssen, haben sie in Immobilien investiert in ländlichen Räumen. Also dieses Brauereisterben war auch in Hoinsack, in den Märkten unseres Landkreises, oder zum Beispiel in Münster hat eine der größten Landbrauereien Bayerns noch gehabt bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist nicht mehr so bekannt. Die Brauerei ist dann nach Maisach zum Großbrauer Sedlmayr, der vielleicht so bekannt ist, gegangen. Also da gehen die kleineren und Landbrauereien zugrunde, einfach aus dieser Zusammenwirkung, dieser Kontingentierung der Malzvorräte und einfach den ganzen Auflagen, die da auch von oben herkommen. 1916 eben war auch Jahr, das viele Verluste auch bei allen beteiligten Nationen natürlich gebracht hat. Und da ist natürlich eine eindrucksvolle Ansichtskarte, die es damals gegeben hat. Erster Weltkrieg und so weiter, das ist 1416. Wer weiß, ob wir uns wiedersehen. Also das sind zwei junge Rekruten, die sich da nochmal fotografieren lassen. Freunde, bekannt, einander bekannte Soldaten, die dann in den Krieg hinausgezogen sind. Auf der rechten Seite sieht man dann so ein bisschen das Resultat der Kriegsgeschehnisse, nämlich der Schulrat Lutz, der Vater von Josef Marie Lutz, von dem Dichter, hat die Idee gehabt, in Pfaffenhofen ein Heldenheim oder so eine Gedenkstätte zu schaffen für die Gefallenen der Stadt Pfaffenhofen. Da hat er 1914 vor Kriegsbeginn noch so eine Stadtpark-Idee gehabt, an der Stelle, wo heute so die kleine Gartenschau stattfinden soll, beim Schlachthof, in dem Bereich, der damals unbebaut war. Und in dem Bereich hat sich ursprünglich der Schulrat Lutz ein Heldenheim oder einfach so eine Gedenkstätte überlegt. Man hat dann aber im Bereich des Gabis, den gibt es ja heute noch zum Teil im Verlauf, der dann Richtung Firma Hitmendet, eine Birkenallee angelegt, die man hier auch sieht, wo man ursprünglich für jeden Gefallenen eine Birke pflanzen sollte, bis der Platz ausgegangen ist, weil einfach die Gefallenenzahl auch in Pfaffenhofen so hoch geworden ist, dass das gar nicht mehr ging. Es ist schon eine gewisse Anzahl von Birken damals da gewesen, aber die Idee eben, diese Gedenkstätte hat man damals auch angelegt und wie gesagt, man hat natürlich nie gedacht, dass es zu sowas die Sicherheit wiederherstellen wollte, denn in den Zeitungsberichten damals aus dem Amtsblatt finden immer wieder Plünderungen, Raubmorde statt und so weiter im Raum um Pfaffenhofen, eigentlich im ganzen Landkreis, Morde und Vorgänge, die nie aufgeklärt wurden, die oft auch von Münchner ehemaligen Soldaten oder anderen begangen wurden, die einfach da rausgekommen sind, den überfallen haben und dann wieder verschwunden sind. Also es war eine Zeit enormer Unsicherheit, auch der schwarze Schleichhandel ist sehr groß gestiegen mit Fleisch und so weiter, Aufkäufer oder auch Diebe, die Fleisch dann am Rucksack mitnehmen, nach München bringen wollen, dort halt verscherben wollen und Geld machen wollen und natürlich hier immer mehr Nahrungsmittel abgeführt hätten. Also da ist es ist eine sehr extrem unsichere Zeit gewesen und man hat eigentlich abends oder nachts sowieso nicht mehr außer Haus trauen können und überhaupt auch geschaut einfach, dass alles viel stärker bewacht ist, damit die Sicherheit gerade in diesen Monaten des Jahres 1919 einfach eher noch gewährleistet ist.